sag's euch, wie es ist. Also Queen of Frisuren werde ich auf jeden Fall nicht mehr. Hey Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit dabei seid. Oder falls ihr zum ersten Mal hier seid, hi, mein Name ist Kati, willkommen in der Lovemunity. Heute geht es wieder um ein Adventskalender-Unboxing und nicht nur das, ich habe hier auch wieder ein Gewinnspiel. Denn ich habe mir selber den Isana-Kalender, der ist so riesengroß, von Rossmann gekauft, aber danach auch noch eine E-Mail von Rossmann bekommen, ob ich zwei Kalender von ihnen haben möchte. Sie haben mir also nochmal den Isana-Adventskalender und noch den Bio-Adventskalender zugesandt. Dafür möchte ich mich an der Stelle erstmal bedanken und deswegen gibt es natürlich auch ein kleines Gewinnspiel für euch in diesem Video für den Isana Adventskalender. Wir wollen natürlich aber auch wissen, was sind da für Produkte drin, lohnt sich das Preis-Leistungs-Verhältnis und ich habe einen kleinen Tipp für euch, falls ihr scharf seid auf diesen Kalender, wo ihr ihn gerade noch günstiger bekommen könnt, als er eh schon ist. Also falls ihr darauf Bock habt, dann holt euch gerne einen Snack, holt euch was zu trinken und let's go mit dem Unboxing. Ich habe euch jetzt noch ein kleines Stück näher herangeholt. Näher geht leider nicht, weil hier einfach so beschränkt Platz ist. Vor mir liegt der Isana Adventskalender und wie gesagt, habe ich den einmal selber gekauft und einmal zugeschickt bekommen. Da hinten liegt Nummer 2, den ich nachher an euch verlosen werde. Wenn ihr an diesem Gewinnspiel teilnehmen möchtet, dann schaut super gerne unten in die Infobox. Dort werde ich alle Teilnahmebedingungen wie immer reinschreiben, also was ihr dafür tun müsst und wie lange das Gewinnspiel geht und wie ich euch kontaktieren werde und so weiter und so fort. Zu den Hard Facts. Also, diesen Adventskalender bekommt man natürlich bei Rossmann, denn Isana ist eine Eigenmarke von Rossmann. Der kostet eh schon nur 15,49 Euro, aber aktuell gibt es eine Aktion bei Rossmann, deswegen stelle ich das Video auch jetzt erst online, mit dem ihr nochmal 20% Rabatt auf den Kalender sparen könnt. Und zwar könnt ihr online, ich lasse euch natürlich den Link auch unten, den Kalender in den Warenkorb tun und dann mit dem Code Kalender 20% Rabatt darauf bekommen. Dann kriegt ihr ihn für 12,39 Euro, also 12,40 Euro im Endeffekt. Für einen kompletten 24-Türchen-Adventskalender. Und normalerweise sind diese Adventskalender wirklich sehr, sehr schön bestückt. Wir gucken natürlich gleich auch noch rein. Das gilt allerdings auch für einige andere Adventskalender, die Rossmann aktuell im Sortiment hat. So kann man zum Beispiel 5 Euro sparen bei einigen von den M. Asam Adventskalendern. Aber zum Beispiel auch der Make-up Revolution Adventskalender, den ich gestern unboxed habe, den ich sehr gut fand, kann man dann anstatt für 54,99 Euro für 43,99 Euro bekommen. Ich finde, das ist echt ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das gilt auch für den Emily in Paris Kalender und auch einige andere, die dort noch sind. Also auch der Inner Bio Kalender und so weiter und so fort. Auch Männer Adventskalender. Ich lasse euch, wie gesagt, natürlich super gerne die Links unten und gewinnen könnt ihr den hier natürlich auch. Jetzt ist allerdings natürlich am wichtigsten, was hier noch drin ist. Ich werde wie immer nicht von 1 bis 24 die Türchen chronologisch aufmachen, sondern wild durcheinander, damit die, die sich den noch kaufen möchten oder schon gekauft haben, die Überraschung trotzdem noch haben, in welchen Türchen was ist. Also, was ich jetzt als erstes auch nochmal zeigen möchte, auch wenn ich jetzt quasi verrate, wo dieses Türchen ist. Ich finde das so schön, dass Rossmann auch dieses Jahr wieder in die Türchen noch kleine Extra-Drucke mit Sprüchen gemacht hat. Hier steht zum Beispiel drin, Tschüss Adventsstress. Und wir haben ja ein Produkt, das ich sehr schön finde. Es ist eine Cremedusche mit Mandelöl. Wir haben 30 Milliliter, also so eine Standard-Foundation-Größe quasi. Mandelöl ist ja zusätzlich pflegend. Das hat einen sehr angenehmen, leicht vanillig-marzipanigen Geruch. Nicht zu aufdringlich. Und Duschgel mag ich sehr gerne, vor allen Dingen Cremeölduschen, sind tatsächlich etwas weniger reizend bzw. strapazierend für die Haut. Hier steht drin, der frische Kick für müde Augen und das sind mit Produkte, die ich am liebsten mag und zwar Augenpads. Ich mag die von Yepoda ja am allerliebsten, die von Isana sind allerdings auch sehr gut. Hier haben wir abschwellend und erfrischend, unter anderem mit Panthenol. Da ist so ein kleines Schneeflockenmuster mit drauf, das finde ich sehr schön. Panthenol ist ein super toller Inhaltsstoff, gerade für Menschen, die Probleme mit gereizter Haut um die Augen zu kämpfen haben, denn Panthenol wirkt beruhigend auf die Haut. Ist zum Beispiel was, was ich auch in Tonern wie zum Beispiel von Shenya, von Incipedia super, super gerne mag. Ein toller Inhaltsstoff. Wie jedes Jahr sage ich dazu auch, ich finde es natürlich schade, dass hier relativ viel Plastik mit drin ist, aber immer noch weniger als zum Beispiel bei anderen Adventskalendern. Hier sind tatsächlich die Augenpatches nicht nochmal in so einem extra Packaging innen drin, sondern man hat das nur einmal und ich meine, anders kann man es auch schlecht in so einen Adventskalender packen. Augenpatches, immer ein super Produkt, freue ich mich sehr drüber. Bei
raue Hände, sagt dieses Türchen. Und ich finde, das ist eine perfekte Sache, die für mich auf jeden Fall in den Adventskalender gehört. Genauso wie Lippenpflege. Und zwar Handcreme. Wir haben hier eine 24-Stunden-Pflege, 20 Milliliter. Passt also auch noch perfekt in eure Handtasche oder in euren Rucksack, wofür auch immer. Das riecht auch super angenehm, weihnachtlich, aber nicht so zimtig oder so, sondern ähnlich wie diese Cremedusche. Ein bisschen intensiver, auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und Handcreme gehört für mich auf jeden Fall, wie gesagt, in den Adventskalender mit rein. Schönes Haar, was sonst, verspricht uns dieses Shampoo. Man muss übrigens auch nochmal dazu sagen, man kann sehen, dass alle Produkte extra für diesen Adventskalender hergestellt wurden. Sie sind mit dem äußeren Packaging auf jeden Fall mit dem Packaging gleichgegangen. Das finde ich persönlich auch immer sehr schön. Bei dem Shampoo haben wir auch 20 Milliliter zum Ausprobieren. Bin mal gespannt, wie das riecht. Riecht auch so vanillig, mandelig, auf jeden Fall so Richtung Weihnachtszeit bzw. Winterzeit. Also auch ein sehr angenehmer Geruch. Ich hoffe, Sie haben auch eine Spülung mit drin. Das finde ich immer gut, wenn beides mit drin ist. Bereit für Neues, sagt dieses Türchen. Und wir haben hier ein Peeling. Und zwar ein AHA-Peeling. Das soll porenverfeinernd sein. Wir haben hier 20 Milliliter. Und es steht extra mit drauf, Anwendung ein bis zweimal wöchentlich morgens oder abends auf das gereinigte Gesicht, Hals oder Dekolleté auftragen. Und was ich auch sehr wichtig finde, ist, dass man es abschließend mit reichlich Wasser abspülen soll. Das ist natürlich auch ein wichtiger Hinweis. Und direkte UV-Strahlung vermeiden. Ich hätte es noch schön gefunden, wenn draufgeschrieben worden wäre, dass man auf jeden Fall einen Sonnenschutz danach tragen soll. Denn AHA-Peelings, also chemische Peelings, machen auch immer, dass die Haut ein bisschen UV-Licht sensitiver wird. Da ist der Schutz natürlich wichtig, auch wenn wir jetzt in der dunklen Jahreszeit angekommen sind. Bei Peelings für eine sehr junge Zielgruppe finde ich es immer ein bisschen schwierig, sage ich euch ehrlich, einfach weil ich weiß, dass ich in dem Alter, zu dem diese Zielgruppe quasi ausgerichtet ist, nicht unbedingt das Packaging hinten gelesen habe oder mich damit auskannte und es dann zum Beispiel vielleicht nicht mal unbedingt abwaschen würde. Das finde ich ein bisschen schwierig, muss ich euch ehrlich sagen. Also weiß ich nicht, damit bin ich nicht so happy. So Moisturizer oder Cleanser oder sowas finde ich in Ordnung, weil die halt benutzerfreundlich bzw. einfacher zu benutzen sind. Wisst ihr, wie ich meine? Einfach perfekt für mein Haar, verspricht uns diese Spülung. Fülle und Glanz haben wir hier und tatsächlich ist diesmal die Spülung größer als das Shampoo mit 30 Millilitern. Hat den gleichen so Vanillekipferlgeruch, auf jeden Fall sehr angenehm. Finde ich auch schön, dass sie den gleichen Geruch haben. Mich wundert es allerdings diesmal, dass das Shampoo tatsächlich weniger Inhalt hat als hier die Spülung. Normalerweise ist es immer andersrum. Ich möchte aber nicht meckern. Also mein Haar braucht die Pflege auf jeden Fall und es ist ein passendes Set. Weiche Hände, wunderbar. Wir haben hier nochmal ein Handpeeling in pH hautneutral. Das hier wird wahrscheinlich solche kleinen, ja, man kann es glaube ich, nee, kann man in der Kamera nicht erkennen, aber ich kann es euch sagen, da sind so kleine Peelingkörner mit drin. Da ich die Sachen immer spende, möchte ich das auch immer nicht swatchen bzw. rausdrücken. Mit insgesamt 20 Millilitern. Ich bin kein Fan von mechanischen Peelings, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Und ich muss auch wirklich sagen, finde ich ein bisschen schwierig. Handpeeling, weiß nicht, ob man das unbedingt braucht. Gerade im Winter sind die Hände eh schon strapaziert. Aber in Kombination mit einer Handcreme wiederum finde ich das okay. Ist jetzt nicht super negativ oder super positiv. Ist einfach okay. Wie es duftet, sagt dieses Türchen. Und hier haben wir eine Cremedusche. Also nicht nochmal eine Creme-Öldusche, sondern eine normale Cremedusche. Auch pH-hautneutral finde ich auch schön, weil pH-hautneutral natürlich auch bedeutet, dass es etwas schonender die Haut reinigt. Riecht ebenfalls so vanillig-marzipanig, also passt zu der kompletten Reihe. Ich glaube, wenn man das alles benutzt, dann kommt man nachher aus der Dusche oder aus der Badewanne und riecht wie ein kleines Vanillekipferl. Hätte ich persönlich kein Problem mit. Finde ich auf jeden Fall auch sehr schön. Und ich finde auch ganz gut, dass es quasi nicht zweimal Cremedusche ist, auch wenn es quasi dasselbe im Endeffekt macht. Hier haben wir die kleine Auszeit im Weihnachtstrubel und haben eine Kakaobutter-Relax-Maske, also so eine Einmalmaske. Ich denke, das reicht auch tatsächlich nur für eine Anwendung. Da gab es bei Balea, glaube ich, eine Maske, da waren so zwei Sachets mit drin. Aber nichtsdestotrotz, auf jeden Fall ganz cool. Relax-Masken für diese Zeit auf jeden Fall auch gut. Für die Haut auf jeden Fall, um Feuchtigkeiten auch mit dazu zu geben. Kakaobutter soll ja auch pflegend sein. Riecht wahrscheinlich auch sehr nach Kakaobutter. Und auch hier ist wieder Panthenol enthalten. Wie gesagt, wirkt das beruhigend auf die Haut. Finde ich sehr schön. Wunderbar verspricht uns diese Ampulle zu sein. Und das ist ein Panthenol-Konzentrat. Also eine kleine Glasampulle. Da ist bestimmt auch mehr als eine Anwendung drin. Also so bei der Menge, die da drin ist und so flüssig wie das ist, kann man das bestimmt zwei oder dreimal anwenden. Ganz wichtig, wenn man die dann aufgebrochen hat, dann muss man die danach wieder verschließen, damit das halt nicht durch den Kontakt zur Luft dann kippt
und am besten dann im Kühlschrank oder so lagern. Da hatte die Barboa Ampullen 7-Tage-Kur, glaube ich, so ein Extra-Teil zum Verschließen. Mal gucken, ob die sowas hier auch mit drin haben. Das wäre natürlich praktisch. Wie gesagt, Panthenol-Konzentrat finde ich super. Ich bin ein bisschen bei so Konzentraten immer so ein bisschen, na, weiß ich nicht. Aber Panthenol ist halt was, was, wie gesagt, sehr beruhigend auf die Haut wirkt. Habe ich jetzt auch schon 23 Mal gesagt. Und dementsprechend für viele Hauttypen auf jeden Fall geeignet. Vor allen Dingen für eine Jahreszeit, die sehr reizend für die Haut ist. Pflegebooster verspricht uns das Türchen daneben. Oh, wir haben ein Ceramidkonzentrat. Man kann direkt sehen, dass die Konsistenz anders ist. Das ist so leicht trüb, aber wir haben die gleiche Menge. 2 Milliliter. Auch hier wird man mehr als eine Anwendung mit rausbekommen. Ceramide wirken stärkend für die Hautbarriere. Denn soweit ich weiß, halten sie die Hornzellen zusammen, also in der obersten Hautschicht. Dementsprechend sind Ceramide gerade für die kalte Jahreszeit sehr, sehr schön. Mag ich in der Pflege auch. Rossmann hat mir auch ein PR-Paket gesendet mit sehr vielen von diesen neuen Skincare-Produkten mit starken Wirkstoffen, die mit drin sind. Und da ist auch eine Ceramid-Repair-Creme mit drin. Ich habe ja jetzt eine Zeit lang was anderes von Pioche getestet, was ich auch gerne mochte, aber merke, ich brauche noch ein bisschen mehr, weil die Pflegeleistung von dem Isntree Hyaluronic Acid Moisture Cream ist auf jeden Fall gut, aber noch nicht gut genug. Und ich werde jetzt mal anfangen mit der Ceramid-Creme und dann mal schauen, wie die sich auf meine Haut auswirkt. Falls ihr mit welchen von den Produkten übrigens auch Erfahrung habt, schreibt mir das super gerne unten in die Kommentare rein. Und natürlich, wie ihr es bis jetzt findet, denn das interessiert mich natürlich auch. Hier steht, wenn es draußen eisig ist, und ich habe es vorhin schon gesagt, ich liebe Lippenpflege, davon ab, dass ich selber jeden Tag Lippenpflege trage. Ich liebe es auch in Adventskalendern. Und hier haben wir die Lippenpflege Lovely. Das Wildrosenöl mit drin, das wird ja auch pflegend wirken. Riecht aber tatsächlich nur nach Produkt, hat so einen leichten, matten Rosé-Touch, muss man sagen. Wird man vermutlich auf den Lippen auch sehen. Finde ich auch immer schön, wenn das so eine ganz leichte Färbung hat. Und ja, Lippenpflege ist für mich auf jeden Fall immer ein absolutes Must-Have in einem Adventskalender. Hier haben wir einfach perfekt. Oh, was ist das? Wie süß ist das denn? Das ist, glaube ich, einfach so ein Make-up-Sponge. Ich will ihn jetzt nicht auspacken. Könnt ihr das sehen? Das hat hier hinten auch noch so ein kleines Bändchen. Ich glaube, das ist wie so eine kleine abgespeckte Form von so einem Powderpuff. Allerdings hat das die Konsistenz eines ganz normalen Make-up-Sponges. Ich glaube, damit soll man sich halt einfach auch normal Make-up-Foundation drauf machen können. Das finde ich auf jeden Fall ganz süß. Ist natürlich ein Filler-Produkt, also muss man dazu sagen. Aber ich finde es auch ganz schön, dass es hier mit drin ist. Und dieses Format habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Also mit diesem Ding zum Festhalten hinten. Und warum nicht? Das Einzige, was ich immer komplett abhate, sind ja Nagelsticker. Also Nagelsticker, no thanks. Oh, wir haben hier noch was für die Lippen. Und zwar zarte Lippen wunderbar mit einem Overnight Lip Balm. Da ist auch noch Vitamin E mit drin. 10 Milliliter haben wir hier drin. Und es steht auch mit drin, dass Glycerin mit drin ist. Das finde ich auch immer ganz gut. Glycerin bindet ja auch Feuchtigkeit in der Haut, wenn ich das richtig im Kopf habe. By the way, wenn ich zu solchen Sachen was falsch sage, korrigiert mich bitte immer gerne in den Kommentaren. Ich bin immer froh über diese Hinweise. Wir haben so einen ganz normalen Lip Balm Applikator und ich finde es auf jeden Fall super. Ich finde es in dem Fall auch nicht schlimm, dass wir zwei haben. Einmal für Overnight und einmal für tagsüber für die Handtasche, weil das ist halt was, was ich zum Beispiel jeden Tag 15 Mal brauche. Also da würde ich mich über die Doppelung nicht beschweren. Wie cool ist das denn, steht da, und ich muss ein bisschen laut aufstöhnen, denn natürlich haben wir auch Nagelsticker hier mit drin. Wie soll es anders sein? Die sind süß, muss man wirklich sagen. Wir haben hier so kleine Weihnachtsmänner. Hier steht Merry Christmas, hier so kleine Snowmen und hier dann halt so Sternchen. Ist süß, muss ich sagen, aber ist halt nicht unbedingt was für mich. Sind halt so Nagelfolien, glaube ich. Finde ich auch ein bisschen schwierig. Wir haben hier 10 Stück, aber die sind natürlich auf eine bestimmte Größe zugeschnitten. Also das heißt, man muss dann auch quasi diese Folie hier drauf machen. Also wenn man die Designs woanders drauf machen wollen würde, würde es eventuell auch nicht passen. Und für Leute, die vielleicht kleinere oder größere Nägel hat, bisschen schwierig. Hinten steht noch drauf, wie man es benutzen soll. Für mich absolutes Filler-Produkt. Muss für mich nicht sein, auch wenn die Designs ganz knuddelig sind. Aber ich würde sie zum Beispiel selber nicht benutzen, weil das ist mir zu kitschig. Mein Extra-Kick-Pflege haben wir hier. Und zwar eine dunkle Ampulle. Ich habe es mir schon gedacht, es ist ein Vitamin-C-Konzentrat. Vitamin C wird meistens in so abgedunkelten Flaschen mitgegeben, weil durch die UV-Einstrahlung, wenn ich das richtig im Kopf habe, das kippen kann. Also es muss so ein bisschen dunkel hingestellt werden. Ich muss es eigentlich so halten wegen der ganzen Lichter. Naja, deswegen ist es ja in dieser dunklen Ampulle. Vitamin C-Konzentrat finde ich ist auch eine ganz coole Sache, vor allen Dingen jetzt für die dunkle Jahreszeit. Wie gesagt, auch hier muss man ein bisschen aufpassen, was den Sonnenschutz und so weiter angeht. Also den sollte man sowieso nicht vernachlässigen, auch wenn wir jetzt Richtung Winter gehen. Und gerade in Norddeutschland sehe ich zum Beispiel, ich glaube von 11 bis 16 Uhr vielleicht so ein bisschen Himmel, aber schön ist das hier gerade nicht. Was ich sehr, sehr gut finde, weil ich ja immer sage,
sage, ich finde es eigentlich gut, wenn da so Hinweise sind, wie man das am besten benutzen soll. Hier hinten drauf auf dem Adventskalender ist so ein großes Klebebild gewesen. Das habe ich schon abgemacht, um mich selber nicht zu spoilern mit den Produkten. Die sind nämlich auch abgebildet. Und da sind lauter Gebrauchsanweisungen mit drauf. Finde ich sehr, sehr wichtig. Und ich würde mir wünschen, dass gerade jüngere KäuferInnen, KonsumentInnen dieser Adventskalender die dann auch durchlesen, wenn sie zum Beispiel auf sowas wie Skincare stoßen. Weil das eben wichtig ist, auf bestimmte Hinweise zu achten. Eine weitere Ampulle haben wir hier. Glow and Shine Konzentrat. Das sieht so leicht milchig aus, aber das hat so kleine goldene Partikel, beziehungsweise das sieht so ein bisschen aus wie so Moonstone. Also sehr interessant. Ich müsste mal eben kurz auf das Plakat gucken, was das sein soll. Welches Türchen warst du denn? Also da steht nichts weiter mit drauf. Jetzt muss ich mal eben gucken, wie ist das denn zum Beispiel beim Vitamin C? Also hier steht überall drauf, wie man das benutzen sollte. Also zum Beispiel beim Vitamin C, dass man es einklopfend benutzen sollte. Das finde ich ganz gut. Aber auch wenn die Inhaltsstoffe hier nochmal aufgelistet sind, steht hier jetzt nicht bei dem Glow and Shine, was genau das machen soll. Das finde ich ein bisschen schade, also weil ich mich dann frage, okay, was ist da drin, was kann das so? Nö. Anyways, wir machen weiter. Hier haben wir ein Headband. Ich schätze mal, das ist quasi die gleiche Größe wie das, was ich hier von Fenty Skin habe. Ja, das ist ultra dirty, wenn es euch triggert, geht in Therapie nicht mein Problem. Das kann man sich dann so fest um den Kopf machen. Auch das natürlich ein Filler-Produkt, finde ich aber sehr schön und auch, dass es quasi in diesem Rosa von dem Adventskalender mitgehalten ist. Ist auf jeden Fall ganz süß und dadurch, dass das hier hinten so ein relativ großen Klettverschluss hat, gehe ich mal stark davon aus, dass es bei diesem hier auch so ist. Also es sieht zumindest so aus. Also hier ist dieser eine Teil, dass man da mit verschiedenen Kopfgrößen auch ganz gut reinkommt. Hier haben wir noch ein absolutes Filler-Produkt und zwar eine Mini-Nagelfeile. Was ganz süß ist, auch hier, wie gesagt, das Design so, dass es halt dazu passt und wenn man es anfasst, dann hat das nicht diese eklige Textur von diesen Nagelfeilen. Ich finde das ganz ekelhaft, das auf den Fingern zu spüren. I don't know. Muss für mich nicht sein. Ich benutze keine Glasfeilen, obwohl sie eigentlich ja besser sein soll für die Nägel, wenn ich das richtig im Kopf habe, als zum Beispiel diese Metallfeilen, aber ich mag die anderen einfach lieber. Filler-Produkt, mehr kann ich dazu nicht sagen. Überraschung steht hier und hier haben wir so eine Art Invisibobble in einem absoluten Crash Cosmetics Rot. Also wenn das nicht Luisas Haarfarbe ist, dann weiß ich aber auch nicht. Das ist so samtüberzogen, was ich sehr schön finde und auch relativ groß. Es hatte mir letztens jemand in die Kommentare geschrieben, dass sie überhaupt nicht mit den Invisibobbles klarkam. Und ich meinte so, oh Mann, das ist richtig schade, weil die ja eigentlich voll gut für die Haare sein sollen. Aber sie meinte dann auch, dass sie halt Locken hat und dass das dann nicht so einfach ist. Also vielleicht wäre sowas, das halt so groß ist. Also die sind ja größer geringelt quasi als jetzt die normalen Invisibobbles. Vielleicht ein bisschen einfacher für gelockte Haare. Das weiß ich nicht, weil also meine Locken sind ja gemacht und ich habe sehr, sehr weiche Haare, aber das könnt ihr mir gerne in den Kommentaren lassen. Das finde ich auf jeden Fall richtig cute, auch wenn es auch wieder quasi ein Filler-Produkt ist. Hier haben wir ein Body Fluid, seidig zarte Haut mit 20 Millilitern. Da kann ich als allererstes sagen, bei Body Fluids hätte ich mir gewünscht, dass wir die große Größe haben, denn ich habe ja mehr Körper als zum Beispiel Haare oder Gesicht zum Reinigen oder zum Auftragen und damit kann ich mich vielleicht zweimal eincremen, dann wäre das leer. Hat den gleichen leicht vanillig-marzipanigen Geruch. Auf jeden Fall auch sehr, sehr angenehm. Ist auch nicht so aufdringlich. Aber dafür hätte ich eine Größe schön gefunden. Einfach weil man ja ganz generell den ganzen Körper damit einreiben soll. Und da braucht man vielleicht ein bisschen mehr als 20 Milliliter. Zumindest, wenn man curvy und plus size ist. Die extra Portion für meine Haut haben wir hier auch noch. Oh, wir haben hier noch eine Bodylotion. Never mind, so haben wir insgesamt quasi 40 Milliliter für den Körper. Hier steht extra mit drauf, hydratisierend, was ich ebenfalls auch sehr, sehr gut finde. Der Geruch ist, glaube ich, auch der gleiche. Ja, riecht ein bisschen zitrischer tatsächlich als die anderen Sachen. Bodylotion finde ich ganz interessant. Der Unterschied zwischen Body Fluid und Bodylotion ist wahrscheinlich, dass das hier ein bisschen, ja, das sieht ein bisschen dünnflüssiger aus. So hat man dann doch ein bisschen mehr für den Körper. Dementsprechend will ich meine Kritik mal ein bisschen abmildern. So, noch zwei Türchen, dann sind wir durch. Träumen und genießen heißt es mit dieser Haarmaske. Pflegt intensiv, 20 Milliliter. Da kriegt man auch bei meiner Haarlänge bestimmt 2, 3 Haarmasken raus. Man soll es ja eh nur einmal die Woche anwenden. Auch hier haben wir diesen gleichen Geruch mit drin. Finde ich auf jeden Fall angenehm. Man soll die 3 bis 5 Minuten einwirken lassen und dann sorgfältig ausspülen. Finde ich auf jeden Fall schön, dass wir jetzt Shampoo, Conditioner und Maske mit drin haben. Kann man ja zum Beispiel einwirken lassen, wenn man sich die Gesichtsmaske drauf tut oder seine Skincare macht. Und für mich nur das Beste,
Same sis. Hier haben wir noch ein Overnight Serum mit Allantoin. Was kann das denn nochmal? Allantoin ist doch auch so ein richtig geiler Inhaltsstoff, oder nicht? Ich google das mal kurz. Unterstützt die Heilungsprozesse der Haut. Okay. Fördert die Neubildung der oberen Hautschichten, die von innen nach außen wachsen. Aktiviert die Zellerneuerung. Okay, also das ist ja ein richtiger Allrounder. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches vorgelesen. Ich habe jetzt gerade 3 verschiedene Quellen quasi mir angeguckt. Finde ich auf jeden Fall auch cool, dass es drin ist. Und da ist auch so viel drin, dass es selbst als Overnight Serum, also Serum ist ja normalerweise immer sehr dünnflüssig, hat man bestimmt 2 Nächte hintereinander was von. Sehr, sehr geil, dass man es hier auch noch mit drin hat und so insgesamt quasi eine komplette Skincare-Routine hat. Das Einzige, was mir fehlt, ist eine Gesichtscreme. Also das fehlt mir hier irgendwie so ein bisschen, fällt mir gerade auf. Damit haben wir den Kalender auch einmal unboxed. Meine Kritik am Kalender ist, klar, Nagelsticker, sorry Leute, not a fan. Vor allen Dingen, man sieht, auf welche Altersklasse das quasi hingeschnitten ist. Und ich weiß, es werden mir jetzt wieder irgendwelche 55-jährigen Klompfert Brunhildes in die Kommentare schreiben. Aber ich würde das auch tragen. Ja, das ist völlig in Ordnung. Aber ganz generell ist das hier für ein jüngeres Publikum gemacht. Kann man auch einfach mal zugeben, okay? Ihr könnt das ja trotzdem mögen. Schreibt mich bitte nicht an. Und bei dem Vitamin C Serum als auch bei dem AHA Peeling hätte ich mir tatsächlich ein paar mehr Hinweise gewünscht. Also wie man das quasi besser auftragen kann. Hier sind tatsächlich welche drauf, aber es fehlt der Hinweis für extra Sonnenschutz meiner Meinung nach. Und bei dem Vitamin C Serum fehlt mir auch ein bisschen mehr hinten drauf. Das ist allerdings auch wirklich Meckern auf hohem Niveau. Wir haben 24 Produkte. Davon würde ich, sagen wir mal, das hier würde ich tatsächlich gar nicht unbedingt als Fillerprodukt bezeichnen. Sagen wir mal, diese 4 sind die Fillerprodukte. Also quasi 20 Türchen mit eigenständigen Produkten. Und das Ganze für aktuell 12,49 Euro. Das ist wirklich absoluter Hammer. Also das ist wirklich ein richtig süßer Kalender. Der ist gut durchdacht. Wir haben hier ein eigenes Design. Es sind, wie gesagt, auch auf den Sachen, in den meisten Fällen Warnhinweise mit drauf. Finde ich ganz gut. Wir haben hier nur eine Doppelung bei Duschcreme und Cremeöldusche. Und wir haben eine Doppelung bei der Lippenkategorie, wobei ich mir da denke, okay, das eine ist overnight, das eine ist für tagsüber. Ich hätte tatsächlich eine von den Cremeduschen dann rausgelassen und hätte mir gewünscht, dass da noch eine Gesichtscreme, also ein Gesichtsmoisturizer mit reinkommt, weil das hätte ich halt einfach sinnvoll gefunden. Wir haben ja so viele andere Sachen aus der Skincare-Welt. Aber ansonsten ein wirklich süßer Kalender, muss ich an der Stelle mal sagen, vor allen Dingen für den Preis. Bravo Rossmann an dieser Stelle, da gehen mal Grüße raus. Da freue ich mich auch und kann den euch guten Gewissens auf jeden Fall auch verlosen. Wie gesagt, wenn ihr daran teilnehmen möchtet, schaut gerne unten in der Infobox vorbei. Da sind alle Informationen mit den Teilnahmebedingungen. Jetzt würde ich mich natürlich auch noch freuen, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst, welches von den Produkten ihr am schönsten findet, über welches von den Produkten ihr euch am meisten freut und natürlich, ob euch das Video gefallen hat. Falls dem so ist, dann lasst dem Video doch gerne einen Daumen nach oben oder den Daumen ein Video nach oben, je nachdem, was euch lieber ist. Die nächsten Tage kommen noch sehr viel mehr Kalender-Unboxings, denn wie gesagt, ich habe auch noch von Enabio den Kalender zugeschickt bekommen. Ich habe auch noch den Selfcare-Kalender von Rossmann und da hinten ist auch noch der von Hypoallergenic. Das werde ich jetzt alles abfilmen. Also es wird auf jeden Fall weiterhin spannend bleiben und falls euch dieser Look interessiert, dazu kommt am Montag auf jeden Fall dann das Video. Ich wünsche euch erstmal einen wunderschönen Abend und falls ihr es noch nicht getan habt, lasst auch super gerne auch noch ein Abo da, dann werdet ihr auch benachrichtigt, denn ich mache ja aktuell auch wieder Livestreams, einfach um die Adventskalender wieder einzupacken. Warum das der Fall ist, erfahrt ihr in den Livestreams, also seid auch dort super gerne dabei. Vielen Dank euch erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!